Hallo zusammen. Heute möchte ich mir mal Solos Linux ansehen. Solos ist ein Rolling Release. Gibt es in unterschiedlichen Desktop-Oberflächen. Ich finde, Solos ist ein sehr schnelles Betriebssystem mit ihrer eigenen Oberfläche. Wutki, Batschi, wie man auch immer das ausspricht. Es gibt eine GNOME-Variante, Solos Mate und Solos Plasma, also mit KDE Desktop. Ich möchte mir heute mal Solos GNOME ansehen, da ich ein Fan von GNOME bin. Habe mir diesen schon runtergeladen und habe dazu auch mal eine virtuelle Box vorbereitet. Und diese möchte ich jetzt mal starten und dann schauen wir uns mal Solos GNOME an. Wie ich schon erwähnt habe, ist ein Rolling Release. Pakete sind sehr aktuell. Bei Solos ist im Normalfall sehr stabil. Blenden wir uns mal Solos ein. Läuft eigentlich relativ flüssig und schnell. Startet auch in der virtuellen Box ziemlich schnell. Die Auflösung kann ich hier im Live-Modus noch nicht anpassen. Hier können wir mal draufklicken. Hier können wir mal schauen, was da vorinstalliert ist. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns das erstmal nach der Installation ansehen. Doch alles ziemlich klein in der Auflösung. Klicken wir hier mal auf Installieren. Wählen unsere Sprache aus. Klicken auf Next. Find my location. So, dass er unseren Standort automatisch festlegt, hat auch gleich Berlin Deutsch gefunden, klicken wieder auf Next, Berlin unten stimmt auch, weiter auf Next. Jetzt in der VirtualBox, wo wir hin installieren, wir lassen es hier einfach mal auf automatisch. Solos bringt von Haus auf GPart mit dem wir unsere Festplatten auch partitionieren können. Das Ganze dann per Hand. Ich lasse das hier mal auf Automatik, klicke wieder auf Next. Hier müssen wir einen Hostname vergeben. Den Bootloader wollen wir installieren. Jetzt vergeben wir einen Benutzernamen. Vergeben ein Passwort, wiederholen das Passwort. Hier unten haben wir die Möglichkeit, weitere Benutzer hinzuzufügen oder vorhandene Benutzer zu entfernen. Klicken wir auf Weiter. Hier kommt jetzt nochmal eine Zusammenfassung, ob die Sprache stimmt, wie wir partitioniert haben, dass der angelegte Benutzer als Administrator eingesetzt werden darf. Wohin er den Bootloader installiert, dann klicken wir auf Installieren. Ich werde die Installation vermutlich etwas schneller laufen lassen, wobei Solos wirklich sehr schnell ist. So, die Installation und schon startet Solos das erste Mal. Bei einem UEFI BIOS sieht man den Eintrag oben nicht. Hier können wir uns anmelden, vergeben unser Passwort. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Ganze schon etwas größer machen kann. Geht nicht. Ich werde jetzt hier mal schnell die Treiber für die Anzeige installieren. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann lassen wir Solos neu starten. Ich hoffe, es hat alles geklappt mit dem Grafiktreiber. Hier können wir uns schon mal anmelden. Das Fenster bleibt mal klein, aber wird schon groß. Okay, erste, was wir bekommen, ist Nachricht, dass Aktualisierungen verfügbar sind. Dann lassen wir diese erstmal im Hintergrund installieren. Klicken hier auf Software Center, gehen dann auf Aktualisierungen. Hier sehen wir dann, was alles aktualisiert wird. Können das einzelne auch abwählen und klicken auf ausgewählte Aktualisierungen anwenden. Bekommen wir nochmal kurze Zusammenfassung, was hier alles noch zusätzlich installiert wird. Vergeben unser Passwort und lassen das mal aktualisieren. In der Zeit, bis das soweit ist, denke ich mir, schauen wir uns jetzt wirklich mal an, was hier schon alles vorinstalliert ist. Taschenrechner, Texteditor, das ist alles von GNOME. Das sind Standardprogramme, die immer mitkommen. Die Tweaks oder Optimierungen sind schon vorinstalliert. Auf dem ersten Eindruck ist es der erste Eindruck stimmt ziemlich positiv, da hier nicht viel vorinstalliert ist. LibreOffice, schauen wir mal, welche Version.
müsste eigentlich die aktuellste sein. 7.1.4.2, mittlerweile gibt es aber schon 7.2. Vielleicht aktualisiert er jetzt das Ganze. Hier sieht man schon, dass das heruntergeladen wird. Wie schon mehrfach erwähnt, ist Solus als Rolling Release sehr aktuell. Was haben wir eigentlich sonst noch dabei? Hardware-Treiber, beispielsweise für Nvidia-Karten, Drucker kann man einrichten, Bildschirme. Das müsste aber alles über die Einstellungen machbar sein. Die sehe ich jetzt im Moment gar nicht. Hier sind sie. Schauen wir uns die mal an, die werden gestartet. Es kann nicht sein, dass durch die Aktualisierung das Programm nicht funktioniert. Bei der Hintergrund ändern, doch, das würde gehen. Dann haben wir auch die Einstellungen. Das schöne grüne Hintergrundbild ist auch wieder Geschmackssache, wem es gefällt. Dunkleres Gebirge. Also es sind ein paar Wallpaper schon vorhanden. Die kann man wie immer je nach Geschmack sich runterladen. Naja, machen wir ein kleines Äffchen. Er löst ziemlich hoch auf. Warum jetzt auch immer. Streckt alles ziemlich. Gut, lassen wir mal einfach das Gebirge. Jetzt, wenn wir schon die Einstellungen haben, können wir hier Netzwerkverbindungen ansehen, Bluetooth-Verbindung einrichten. Den Hintergrund hatten wir gerade. Nachrichten, was alles angezeigt werden darf und wer alles Nachrichten anzeigt. Ich sehe schon, Hexchat ist wieder vorinstalliert. Anwendungen, hier haben wir alle Anwendungen. Nochmal Region Sprache können wir auswählen. Barrierefreiheit, gut hoher Kontrast, große Schrift. Ist vielleicht im Alter manchmal ganz nützlich. Beim Benutzer, den entspannen wir hier mal. Zu Hause, solange es kein Laptop ist, lasse ich das immer ganz gern automatisch anmelden, dass man beim Hochfahren nicht immer ein Passwort eingeben muss. Vorgabe, wenn wir jetzt mehrere Browser installieren, welche als Standard sein soll. Thunderbird E-Mail Client, wer verschiedene Videoplayer, beispielsweise VLC Player sich installiert, kann dann hier den VLC Player auswählen. Zeitdatum automatisch oder eben so einrichten lassen. Wir lassen das mal. Im Moment sind wir bei der GNOME-Version 41.00. Das ist die Virtualisierung. Wir werden dann, wenn die Aktualisierung fertig ist, einmal kurz neu starten. Kernel 5.14 war jetzt installiert am Anfang. Das Passwort haben wir vorhin rausgemacht. Jetzt installieren wir uns mal schnell NeoFetch, damit wir sehen den Speicherverbrauch. Solus ist relativ einfach. Ich werde noch ein separates Video dazu machen, wie man unter Solus oder in Solus Programme installieren kann. Welche Möglichkeiten, wie man Flatpaks hinzufügt. Das mit der Leiste unten gefällt mir gar nicht, aber das werden wir auch machen mit entsprechenden Extensions. Jetzt schauen wir uns mal den Verbrauch an. Kernel 5.14.16. Vorinstallierte GNOME-Pakete sind 717. GNOME ist voll lauffähig. Das schafft. Ich kenne keine Distribution, die mit weniger Paketen auskommt. Egal mit welcher Desktop-Oberfläche. Wenn ich hier nur an Debian und XFCE denke, dann ist das Doppelte schon ja sehr wenig. Hier jetzt die Auflösung vom Bild, GNOME 41.0, den Fenstermanager, das Thema, das Icon-Theme, welcher Prozessor das ist. Und wir verbrauchen im Moment 777 MB an Arbeitsspeicher.
Gut, es laufen ja noch keine Programme außer der Software-Sender. Es ist sehr wenig. Schauen wir mal kurz, ob hier irgendwo Erweiterungen oder Extensions, jawohl, sind schon welche installiert. Aktivieren wir hier mal uns von Haus auf das Anwendungsmenü und den Ordner. Dann haben wir hier ein einfaches Anwendungsmenü und gleich, wo wir auf unsere Ordner zugreifen können. Diesen Downloads-Ordner habe ich als Ordner eingerichtet, um von der VirtualBox auf meinen Desktop-Rechner zugreifen zu können. Ansonsten User-Themes sind schon aktiviert. Ich würde sagen, dazu mache ich dann ein separates Video, GNOME einrichten und vielleicht etwas aufhübschen, wobei Solos mir von Haus auf sehr gut gefällt. Gucken wir mal kurz, was hier von Haus auf dabei ist. Können wir noch die Arbeitsflächen, wie viele wir haben wollen, das Erscheinungsbild, jetzt alles auf dunkel. Auch hier ist nicht viel vorinstalliert. Ich finde das sehr gut, so hat jeder die Möglichkeit, sich das nach seinen eigenen Vorstellungen anzupassen. Papyrus als Icon-Theme, mir gefällt das eigentlich immer sehr gut, wenn wir mal den Dateimanager öffnen. Wem es nicht gefällt, der kann sich ja selber eigene Icons vorinstallieren, aber hier ist schon von Haus auf gar nicht die Menge und Masse an Programmen oder Themen oder was auch immer dann installiert. Gehen wir mal weiter auf Fenster, welche Möglichkeiten wir zu den Fensterleisten haben. Die Knöpfe oben sind bei Solos von Haus auf schon aktiviert. Die obere Leiste, da gehen wir jetzt mal auf den Kalender. Hier sehen wir keine Kalenderwochen und der Wettereintrag ist auch nicht vorinstalliert. Das Anwendungsmenü lassen wir, müssen wir dann später neu starten. Bei einem Laptop kann man die Akkuladung anzeigen lassen. Für die Uhr lassen wir jetzt mal den Wochentag anzeigen, das Datum dazu und die Sekunden und im Eintrag dann die Kalenderwochen. Jetzt, wenn wir hier draufklicken, haben wir hier schon die Kalenderwochen. Ich persönlich lass mir unten drunter auch immer noch das Wetter anzeigen, das machen wir aber dann beim nächsten. Die Schriften, wie groß die Schriftarten in die Fenster werden soll. Startprogramme, wenn wir von Haus auf gleich ein Programm starten lassen wollen. Tastatur, Maus einrichten. Ich denke, das war's jetzt mal fürs Erste, obwohl jetzt können wir uns schnell noch den Dateibrowser anschauen. Das ist unter GNOME immer Nautilus. Seht jetzt hier ist jetzt nicht übersetzt. Aber ich denke, man kommt da trotzdem zurecht. Hier oben hat man das Menü beenden. Neues Fenster. Neues Fenster geht bei Nautilus im neuen Reiter öffnen. Oder aber in neuen Fenster öffnen. Eine Zwei-Fenster-Ansicht gibt es hier nicht. Aber man kann wenigstens mit Tabs arbeiten, das ist ja auch schon was. Unter andere Ordner finden wir Zugriff auf den Rechner. Solos hat ein paar kleine Änderungen, auf die können wir auch noch zu sprechen kommen. Ich würde sagen, fürs erste Video reicht es, war jetzt ein kurzes Video, nur mal Solos kurz angesehen und installiert. Vielen Dank fürs Zusehen.